Ja, hallo zusammen, da begrüße ich euch zu einer neuen Folge Fallout. Eigentlich ist sie nicht neu, weil ich gestern schon mal aufgenommen habe und etwas schief gegangen ist, weil ich ein bisschen mit Outer City rumgespielt habe. Und zwar wollte ich die Stimme etwas verbessern, weniger Rauschen, deutlich besserer Klang. Das ist mir irgendwie misslungen. Ich werde es heute nochmal testen, vor die Datei natürlich sichern. Macht Sinn. Okay, wo waren wir beim letzten Mal? Wir waren beim letzten Mal hier auf dem Balkon stehen geblieben, wollten eigentlich die... Ja genau, ein Bier trinken. Natürlich nicht. Sind ja leere Flaschen vermutlich. Und morgens um diese Uhrzeit, wie ich das jetzt aufnehme oder zu der ich das aufnehme, trinkt man doch noch kein Bier. Zumindest meistens nicht. Ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Gucken wir uns nochmal ein wenig um. Das Schöne bei Fallout ist, wenn man jedes Mal, wenn man es spielt, entdeckt man neue Dinge. Hallo, da komme ich nicht hoch. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass ich auch hier neue Dinge dieses Mal entdecken werde. Hallo? Jetzt sage ich nicht, dass ich da nicht wieder hochkomme. Ich breche ins Essen. Das kann doch wohl nicht angehen. Nee, da geht's nicht hoch. Ich würde... Nein. Da komme ich hoch. Dann da komme ich da. Nein. So, ich bin... Es ist früh morgens, da darf mir das passieren. Jetzt eier ich hier über die Dächer. Ich freue mich. Hier geht's nicht weiter. Nee, ich probiere mal was. Nee, das ist auch doof, aber egal. Ja, ich wusste es. Nee. So kommt man dann auch nach unten, ohne halbtot zu sein. Was hast du eben gefunden? Okay. Da gucken wir doch mal. Radio. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk sagt. Okay. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Ausschalten sollte man es. So, Ruhe ist. Gucken wir doch mal auf die Map. Beziehungsweise erstmal auf die Daten. Wo ist denn das? Ist das hier in der Nähe? Das machen wir mal aus. So, auf Karte anzeigen. Das ist ja recht nah hier. Dann werden wir uns das mal angucken. Mal sehen, ob das was für uns ist. Ich bin da mittlerweile echt... Ach, ich weiß aber, was ich erstmal machen kann. Lalalala. Schwupp. Tab und Escape. Naja. Keine gute Idee. Wo denn doch? Aha. Interessant. Ich sage, hier findet man immer neue Dinger. Sind sie denn? Ich hab was gehört. Wer? Ach, da hinten sind sie? Nee. Da. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Das Jet wird los. Ach, auf die Entfernung nicht wirklich effektiv, wenn ich das mal so feststellen darf. Ja, wovon habe ich denn noch genügend Munition? Ich probiere es erstmal hier mit.
Arschloch. Wo ist denn noch einer? Wo denn? Arschloch. Ja. Wo ist das Arschloch? Da. Na super. Das musste irgendwann passieren. Ne? Noch nicht ganz alle. Nennt man das? Irgendwie glaube ich ja fast nicht. Auf jeden Fall hat er irgendwas fallen lassen. Stimpack kann man immer gebrauchen. Warte mal, Arschloch. Na super. Nein. Oh. Ich glaube, dafür hatte ich keine Money mehr, oder? Mal schnell schauen. Nee, so ist es. Nehme ich diese. Aber ich wollte einen Stimpack einwerfen. Die regeneriert mir zu viel. Ich hoffe, ich habe dafür Munition. Oh, die reißt aber ganz schön nach oben. 4 Schuss noch, wow. Ich freue mich dann später mal. Und alle. So, jetzt reicht's. Jetzt nehme ich die Shotgun, die doppelläufige, und dann auf ihn mit Gebrüll. So. Wo ist eigentlich mein Kumpel, den ich mitgenommen hatte? Oh. Das war ein typischer Satz mit X. Das war wohl nix. Ja. Dienstagmorgen und verstorben. Okay, das testen wir gleich nochmal. Aber vorher, bevor wir das tun, gucken wir mal, wovon ich dann wenigstens noch halbwegs Munition habe. Das ist auch nicht wirklich viel. Ach, Alter. Davon habe ich gar nichts mehr. Da habe ich doch ein bisschen was von. Probieren wir es mal damit. Einfach mal die Fresse halten. Hier ist niemand. So. Da ist nichts mehr. Das ist natürlich die falsche Waffe für den. Also ich habe echt ein Munitionsproblem. Ganz ehrlich, geht mal überhaupt nicht. Was? Da. Autsch. Ist gut jetzt. Von wo denn? Ich sehe den Penner nicht. Na gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Gehen wir doch. Und wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja, der Postmensch war gerade eben an der Türe, deshalb musste ich die Aufnahme kurz unterbrechen. Bin dann natürlich auch bei Hops gegangen, wie das Leben so spielt. Welche Waffe? Die Shotgun habe ich drin.
Ich muss hier schnell rankommen und dann das schnell über die Shotgun machen. Anders funktioniert der Spaß nicht. Ah, raus aus dem Wasser, Mann. Ei! Wo bist du hin, blöde Köhle? Eieieiei. Das war schon wieder mal ein Griff ins... Also irgendwie... Ach ja, was soll ich sagen? Das habe ich schon besser gelöst. Ihr seht den Ladebalken. Da kommt Freude auf. So. So, jetzt überlegen wir doch mal. Es ist... das Problem ist, ich muss da... Das ist doch alles nicht Inventory. Da hatte ich nichts mehr für, ne? Naja, noch ein bisschen. So. Da hinten ist ein Arschloch. Alter, was kannst du denn bitte schön einstecken? Ja, auch Geschichte. Ja. Miststück. So. Langsam sicher ist Munition mal echt ein Problem. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was... Nehmen wir erstmal alles mit. Das ist mir jetzt gerade mal ziemlich egal. Wo denn, mein Freund? Da. Könnte eigentlich mal F5 drücken, nicht wahr? Zeig dich. Ich habe noch 9 Schuss. Die habe ich für dich. Ugh, Arschloch. Arschloch. Lalalalalalala. Hilfsmittel. Nehmen wir mal einen Stimpack. Hilft mir jetzt zwar nicht so. Stimmt. Oh, so ein Penner, ey. Ich bin gleich tot. Ich bin, um genau zu sein. Nein. Ah. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich bin völlig entspannt. Wusa. Penner, ey. Du gehst mir so auf den Sack. Na komm. Lass dich blicken, Arschloch. Ja. Werde ich wohl müssen. Wohl oder übel. Und ich habe nur 3 Schuss. So, Moment mal. Bevor wir weitermachen. Inventory. Kleidung. Wir haben doch gerade eben... Wo ist das Zeug denn? Da. Mir platzt der Arsch. Dann legen wir das mal eben hier nochmal ab hier. Und heben es dann gleich nochmal auf. Um uns das in aller Ruhe angucken zu können, weil so wird das definitiv nichts. Die mal her. Alter, langsam hier gehst du mir echt auf die Nüsse. Oh Mann, ey. Ja.
Stunden später, also diese Aufnahme verlängert sich um mindestens 60 Minuten. Das ist ja auch nice. Wie sage ich es mal? Arschloch. So sage ich es mal. Ist ja alles nicht wahr. Schnell mal einen Schluck aus der Kaffeedose. Fleisch und Bohnen, wie viel Rad hast du? Was geht? Und dann hinten dran noch ein dezentes Stimpack. Dann die Sachen wegwerfen, die ich da gefunden habe. Power Raider Helm. Ja, ja, ist schon klar. Ich bin immer noch. Was habe ich da noch dabei? Ich bin so vollgepackt. Was kann ich denn hier? Da kann ich mindestens eine von wegwerfen. Jetzt bin ich zumindest nicht mehr. So, ich bin doch noch. Warum auch immer. Ja, 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 ist klar, Arschloch. Ist schon klar. Ja, ja, Alter. Wie oft denn noch? New Cola. Schwupp und Prost. Ich bin eigentlich nicht mehr überladen. Dürfte ich nicht mehr sein, theoretisch. Er verhält sich aber, als wäre er es. Ja, würde ich ganz gerne. Wie wäre es mit Tic-Tac-Toe, Skat, Doppelkopf? Diese Molly-Werferei geht mir echt so ein bisschen, vorsichtig gesagt. Nein, ich sag's nicht. Nicht mal vorsichtig. Wo bist du denn? Wartet mal, warum bin ich denn eigentlich immer noch überlastet? 267 von 270, das dürfte nicht das Problem sein eigentlich. Ah ne, bin ich auch nicht mehr. Das war wegen. Ich wüsste, wo der Penner ist. Was zum Teufel war das? Geht dich gar nichts an. Wieso bist du eigentlich wieder dabei? Ich hatte eigentlich... Ne, egal. Psst. Warte. Wie geht's dir, Kumpel? Holen? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Zum Beispiel Gegner? Gegner? Na, böse Jungs in der... Ja, weiß ich, das böse Jungs... Jetzt sagt er mir wahrscheinlich, er hat nichts gefunden. Das ist doch ein ganz schlechter Witz. Nicht diesen Molly werfenden Pisser. Gehen wir mal aufs Dach. Vielleicht sehen wir da ja mehr. Ich kann ihn nämlich gerade nicht entdecken, den Penner. Ist der hin? Das kann doch nicht sein, ey. Ja, das ist schön, Dogmeat. Das hilft mir jetzt gerade mal in diesem Moment so gar nicht.
Ich suche nämlich auch was, nämlich Gegner. Legen wir mal eben wieder die... Affen. Shotgun. Doppelläufige Schrotflinte. Davon können wir zumindest mal eine verabschieden schon mal. Der muss ja doch irgendwo sein, der Penner. Der war leer. Radar Psycho. Da waren noch im Schrottpatron. Wo sind die hin? Huch. Ist der Penner? Das reicht aber so peu à peu, ne? Komm schon. Genau, komm schon. Wo ist er denn? Na nun komm schon, mit dir habe ich echt noch ein Hühnchen zu rupfen. Aber sowas von. Auch gedacht, kannst du mich mit Mollys bewerfen wegen meiner Kochmütze? Ja, genau, Arschloch. Komm her hier, komm. Komm schon. Wieso? Kannst du mich? Tschüss. Ups. Da habe ich mir auch wieder schön eingeben lassen. Was kosten? Was bringen wir denn? Das hat es ja richtig gebracht. Das muss jetzt erstmal reichen für den Moment. So. Ich glaube... Hier ist niemand mehr. Ein Militärfahrzeug. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Aber nichts drin, wa? Doch. So, das war das. So. Leer, beziehungsweise zeigt nichts an. Was haben wir da noch Schönes? Gummibonbons. Buff-out, was immer auch.
Wir hauen uns mal eine Runde ins Bett und schlafen mal so 5 Stunden. Und wenn diese 5 Stunden vorbei sind, ist die heutige Aufnahme, die hätte beinahe genauso lange gedauert, weißt? Wieso ist es denn jetzt hier so? Ne. Die hätte fast genauso lange gedauert, all die, weil ich heute völlig unfähig im Shooter-Spielen bin. Und irgendwie ist Fallout ja auch ein Stück weit Shooter, es ist hell. Ich persönlich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Noch 2 Tage bis Silvester und tja, mal gucken, was das neue Jahr denn so bringen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag.